Grüß dich, Mike. Servus. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum neuen Salongespräch. Thomas, mein Lieber, wie immer an dieser Stelle, kann es nicht anders sagen, freue mich sehr. Du hast immer so eine freudige Ausstrahlung. Ja, du aber auch, du schaust auch gut aus. Wir machen jetzt mal kleine... Nein, ich will das sagen, schon wenn du in meine Wohnung kommst. Danke. Das hat immer so ein Gefühl von, da ist jemand, der bringt positive Energie. Danke, das ist lieb von dir. Darum nochmal, herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du heute wieder da bist. Und natürlich ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Lieber Mike, liebe Zuschauer, ich habe es gerade am Anfang, als wir uns begrüßt haben, zu Mike gesagt, wir müssen vielleicht, werden wir nicht können, aber auf zweimal die Woche erhöhen, ja, die Schlagzahl an Gesprächen, ja, weil wir schon letzte Folge nicht alles ansprechen konnten und es inzwischen schon wieder neue Sachen kommen, ja, es staut sich langsam, ja. Also was haben wir? Wir haben natürlich die RKI-Dateien, Protokolle, wir haben aber auch USA, wo ganz komische Vorgänge für eine Supermacht, wenn es jetzt in irgendeinem, weiß ich nicht, mittelamerikanischen Land passiert wäre, dann hätte es keiner mitbekommen oder keiner registriert, aber für die USA ist es schon sehr, sehr seltsam, was da abläuft mit Biden, wo ist er und wo ist Joe, wer ist eigentlich unser Präsident, wird jetzt offen gefragt oder wurde schon offen gefragt und so. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, RKI, das ist momentan in Deutschland. Ich lasse dir deine Inspiration, ich setze mal voraus, dass liebe Zuschauer, so grundsätzlich davon erfahren habt, dass diese RKI-Protokolle von einem angeblichen Ex-Mitarbeiter des RKI jetzt geleakt worden und an die Journalistin Aya Velasquez weitergeleitet wurden, die es dann mit Herrn Homburg und Herrn Barucca, einen Journalisten, Homburg, der Professor, der auch schon in der Corona-Zeit viel, viel berichtet hat, veröffentlicht hat und Pressekonferenz gegeben hat und zum Download für jeden einsichtig dann angeboten hat. Und daraus geht nun mal hervor, es gibt ja nette Leute, die das sich da durchgraben, das ist nicht so mein Ding, aber Gott sei Dank gibt es da Leute, die das ein bisschen rausfiltern, was wichtig ist, dass alles gelogen war. Wirklich alles. Also das hat sogar mich überrascht, weil ich dachte, es werden ja schon irgendwo Gründe haben zu sagen, okay, das machen wir jetzt so, weil wir wissen es nicht genau, aber sie wussten es genau und haben genau das andere gemacht, was nicht empfohlen wurde oder nicht empfehlenswert war. Also die ganzen, das geht los mit Maskenpflicht, Kindergärten, Schulschließungen, Kontaktverbot, einsame Leute sterben, dann natürlich auch bei der Genbehandlung, sage ich mal, die pharmazeutische, da wusste man auch schon früh, das ist nicht so geil und können wir eigentlich nicht empfehlen, wurde trotzdem durchgedrückt und die sollen. Jetzt ist die Frage, gibt schon wieder ein bisschen Stress im alternativen Lager, weil es Leute gibt, die da sagen, ja, also irgendwas stimmt da nicht. Was ich ja grundsätzlich gut finde, dass man sowas natürlich auch hinterfragt. Ja. Und das ist ja gutes Recht. Mich interessiert es aber gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ja. Klar, es sind komische Umstände. Die Aya Velasquez ist jetzt auch nicht die große Recherche- oder Investigativjournalistin, die jeder kennt, muss man auch mal sagen. Gibt es andere, die vielleicht noch eher Tichy zum Beispiel oder andere Magazine und alternative große Kanäle. Interessiert mich deswegen nicht so sehr, weil mich mehr der Inhalt interessiert. Und davon ist auszugehen, weil es eben keinen Aufschrei gab, von wegen Fälschung, stimmt alles nicht. Das sagt keiner. Von der Gegenseite, sage ich mal, Lauterbach sagt, ja, habe ich jetzt eh veröffentlicht. Muss ich wann und es gibt nichts zu verbergen. Da fragt man sich, warum man es freiklagen musste mit geschwärzten Stellen, etlichen. Jetzt muss man schauen, wie das ankommt oder ob das ankommt in der breiten Öffentlichkeit. Ja, und da könnte ich dir auch noch berichten oder euch berichten, momentan ist, es gibt zumindest die Berliner Zeitung und die Schwäbische, das sind jetzt nicht die Leitobermedien, aber auch nicht ganz kleine, die hier ganz knallhart berichten, auch über den Inhalt, dass alles hier irgendwie entgegen den RKI-Empfehlungen gehandelt wurde und angewiesen wurde von der Politik. Gibt natürlich auch das Gegenbeispiel mit Süddeutscher, Spiegel, Welt und ARD, ZDF, sowieso, die sagen, ja, wo ist denn der Skandal? Ich musste es schon melden, logisch, also ganz ignorieren konnten sie es nicht, aber haben irgendwie gesagt, ja, da steht ja nichts Neues drin. Was definitiv meiner Ansicht nach nicht stimmt. Ja.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Soll ich dir darauf eine Antwort geben, was ich glaube, oder soll ich zur Kenntnis nehmen, was da geschehen ist? Ich würde schon mal die Zuschauer wollen wissen, was du glaubst. Ja, nee. Ich meine ja, weil es könnte jetzt verschiedene Aspekte geben daraus. Also, ich habe das ja auch mitbekommen, natürlich. Und in unseren Salongesprächen versuchen wir beide ja immer, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Wir sehen die aktuellen Themen, picken uns die raus, sprechen darüber und betrachten das aus rationalem Wahrnehmungspotenzial, was wir zur Verfügung haben. Sprich, unser Verstand guckt hin, wir gucken hin, der Verstand guckt hin und sagt sich dann, ah, so eine Schweine, ach, das haben die gemacht. Haben wir doch gewusst, unsere Intuition hat uns doch da geholfen. Da sind wir dann aber auch schon wieder bei der Intuition und die ist nicht rein rational. Mhm. Na, die kommt aus unserem Bauch- und Herzgefühl. Was ich ja immer aus der spirituellen Sicht sage, dann geht man in die Spiritualität. Und wenn wir diese Themen, die wir hier besprechen, ja immer wieder aus den beiden Ebenen beleuchten, so gut wir es können, kann ich jetzt rational dazu sagen, ja, jetzt kann man überlegen, sind die RKI-Files dann wirklich bewusst veröffentlicht worden, sprich fingiert über den Weg eines Leaks? Oder gehört das wieder zu dem, sagen wir mal, Schema, jetzt müssen ja irgendwann Köpfe rollen. Und welche Köpfe würden denn rollen? Doch die, die in der Politik das Sagen hatten zu der Zeit und dann dementsprechend, soweit es die Gesetzeslage, die wir ja hier aus unserer Sicht betrachten, sehr subjektiv ist, ne? Wie die Gerichte dann urteilen, was sie sagen. Ob es dann heißt, ja, kann man nicht den Menschen in seinem Amt wirklich verurteilen, weil er ja das Amt benutzt hat und in dem Amt ist er vor, sagen wir mal, Bestrafung geschützt. Immunität, ja. Wäre eine Variante, wo du dann wieder sagst, ja, selbst wenn es der Mainstream irgendwann mal im größeren Rahmen berichtet und es anscheinend aufgearbeitet wird, werden da wieder so ein paar Leutchen ins Rampenlicht geholt. Natürlich, die werden ihre Position verlieren. Aber was denen wirklich nachher geschieht, wissen wir ja nicht. Das heißt, Bauernopfer, aber weich gelandet. Genau, ja, irgendwie Kollateralschaden, der dann entsteht, passt ja wieder zu der Ansicht, wir sehen einen Film und das muss so sein. Jetzt kannst du sagen, das ist alles so geschehen, wie man uns es im Moment sagt. Dann sage ich wieder, nichts ist so, wie es scheint. Und ich glaube nicht daran. Weil, wenn ich es aus der spirituellen Sicht jetzt betrachte, muss man sich doch erstmal fragen, warum gibt es denn überhaupt diese Dokumente? Warum wurde das so akribisch festgehalten mit all den Dingen, die ja offenbaren, dass da Verbrechen begangen wurden? Das erstmal in den Raum stellen. Sehr guter, sehr guter Punkt, ja. Und wenn es dann einen Grund dafür gäbe, den ich gerne neugierig bin, welche Idee du vielleicht dazu hast, dann ist doch die Frage, wenn ich selber an diesen ganzen Stellhebeln sitze, warum lasse ich überhaupt zu, dass diese Dinge noch weiter existent sind, selbst wenn sie mal irgendwann gefertigt wurden? Warum lasse ich zu, dass sie in die Öffentlichkeit kommen können? Diese beiden Fragen als erstes. Und wenn du da eine Antwort zu hast, höre ich dir erstmal zu. Naja, also soweit ich informiert bin, es geht ja um Ämter. Ja, das RKI ist eine untergeordnete Behörde unter dem Gesundheitsministerium und es gibt ja eine Dokumentationspflicht. Ja, also Akten führen und Protokolle führen. Von wem kommt die Pflicht? Das ist gesetzlich. Wer macht das Gesetz? Das hat irgendeine Bundesregierung mal gemacht. Ja. Und wer kontrolliert das Gesetz? Müssen Sie selber machen, richtig. Aber, weil du sagst, vernichten oder nicht mehr zugänglich machen, im März hat ja ein Gericht entschieden, dass diese Protokolle veröffentlicht werden müssen, rausgegeben werden. Da hätten Sie doch schon gar nicht mehr da sein müssen. Ja, Moment. Wenn Sie aber dann sagen, okay, Sie hätten sagen können, ja, sind weg, Computerpanne, ja, kann man machen. Dann hätte irgendein verantwortlicher ITler oder ein Abteilungsleiter gehen müssen und dann sagt, ja, können wir nichts machen. Da hast du recht. Das ist aber
Wobei, das ist schon möglich, weil die Sorge hatte ich gerade, dass nicht ich die Sorge, sondern dass die Sorge haben, ja, das schaut nicht gut aus, das ist denen so wurscht. Ja, richtig. Schaut das gut aus, wenn der Merkel eine Wahl annulliert? Ja, ja, das ist alles vollkommen egal. Die Frage ist deswegen... Wahl sagt, nach der Wahl ist egal, was ich vor der Wahl gesagt habe? Zumal es jetzt bei dem Leak rauskam, dass 1500 Seiten dazukamen, die überhaupt noch gar nicht veröffentlicht wurden, auch nach dem Gerichtsurteil im März, auch nicht geschwärzt oder irgendwie, und zwei Tage Protokoll gar nicht da sind. Thomas, ich will noch mal auf das Gleiche hinaus, was wir gerade gesagt haben. Wenn du ein gläubiger Mensch bist, der diese Bundesregierung als Regierung sieht, anerkennt, ja. Anerkennt als Regierung, anerkennt an Gesetze, alle Ämter anerkennst, die ganzen Statuten anerkennst und sagst, da ist keiner bei, der einen Fehler macht oder bewusst etwas vertuscht, dann gebe ich dir mit deiner Argumentation recht, sie hatten keine Chance. Sie mussten alles akribisch aufschreiben. Und dann mussten sie es jetzt auch zugeben. Ich gebe dir vollkommen recht, ich bin da ganz bei dir. Ich wundere mich auch, dass das überhaupt da war. Ja, also dann sind Dateien. Wir doch... Dann, ich hatte ja diese beiden Punkte jetzt erwähnt. Und du hattest ja gesagt, okay, da wolltest du was zu sagen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, kannst du das entkräften mit dem, was du gesagt hast, was ich gesagt habe, oder bleibt da eine Merkwürdigkeit? Auf jeden Fall bleibt eine Merkwürdigkeit. So, das meine ich doch. Ja, mehrere Merkwürdigkeiten. Und das ist nur das, was ich sehe. Schau mal, wenn wir alles aus der rationalen Sicht betrachten, so wie wir es sehen, 1:1, was du abends im ARD, ZDF, RTL hörst und man dir erzählt und sagt und zeigt. Und du nimmst das 1:1 als bare Münze. Dann ist die gesamte Agenda, die sogenannten Verschwörungstheoretiker, zu denen wir hier letztlich auch gehören, doch gar nicht mehr relevant. Richtig. Dann gibt es keine Verschwörungen. Oder keine Verschwörungstheorien. Ja. Naja, es gibt schon Verschwörungstheorien, aber dann ist da diese ganze Opposition, zu der wir gehören, irrelevant. Ja. Weil wir sind ja dann Idioten. Wir erzählen doch nur Schwachsinn. Weil das ZDF und ARD sagt doch das Gegenteil von dem, was wir sagen. Mhm. Also entweder kommt man an den Punkt, wo man anfängt zu begreifen, dass das Ganze ein Schauspiel ist, oder man nimmt die Sachen wieder in einem Rahmen wahr, wo man sich wieder gefangen nimmt von dem System, gefangen nehmen lässt. Mhm. Dieses System ist doch korrupt von oben bis unten. Warum sollten Sie RKI-Protokolle überhaupt eine Chance geben, dass es geleakt werden kann? Es ist Sprengstoff. Da steckt Sprengstoff drin, wenn man so will. Ja. Natürlich. Das heißt, es ist gewollt. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie weit nimmt die Öffentlichkeit in breiter Form das Ganze wahr? Dann werden Konsequenzen folgen. Wenn das Ganze jetzt wieder im Sande verläuft, jetzt haben wir Ferien, überlegt den Zeitpunkt. Das wurde auch gesagt, ja. Jetzt ist eine Situation, wo Menschen in der Blase das alles durchdiskutieren, in der Informationsblase. Ja, die läuft heiß, ja. Wo wir ja auch drin sind. Und dann wird viel hin und her diskutiert. Und das war so, nein, das war hier und die ist der und der ist da. Damit sind wir doch wieder beschäftigt. In der breiten Masse frage dich, wie viel kommt davon wirklich an? Wie viel nehmen die wirklich wahr? Und wie viel wollen sie überhaupt wahrnehmen? Wie viel wollen sie sich überhaupt damit beschäftigen? Und damit hast du eine Messlatte wieder für die, die uns kontrollieren, die dann sehen, naja, ist alles noch in Ordnung. Wir haben zwar unsere Schwurbler, die da draußen rumrennen und Geschichten erzählen, aber die breite Masse ist doch immer noch, die wählt uns weiter als Beispiel. Eine Variante, die sich daraus jetzt durchaus zeigen kann. Durchaus, die verfechte ich auch, dass es so läuft, zum Teil zumindest, das Prinzip. Ja? Egal, wenn es bei Twitter rauf und runter geht, das kriegen aber 60 Millionen Leute nicht mit. Ja, ich biete ja immer nur an, in unseren Gesprächen aus beiden Perspektiven sich das anzuschauen. Und dann immer wieder zu fragen, wie zum Beispiel das Attentat von Trump, worüber wir letztens gesprochen haben, ist ja ein Thema, was polarisiert, auch unter den Schwurblern. Ja, auch unter denen, die vielleicht mit guten Absichten versuchen, für sich da die Wahrheit rauszupicken, kommt man trotzdem zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Ist auch verständlich, weil keiner von uns war dabei, keiner von uns kennt genau die Hintergründe im Detail. Wir können nur versuchen, so gut wir können, abzuschätzen, was da los ist. Und für mich nochmal, um auf das Attentat zu kommen, egal, ob das fingiert war oder nicht fingiert war, ob das Ohr getroffen wurde oder mit künstlichen Mitteln das dargestellt wurde, lassen wir alles mal im Raum stehen. Aber mich interessiert doch letztlich der Mensch Trump und die, die hinter ihm stehen und die Opposition, die da in Form von den Demokraten dargestellt wird. Erstmal sind für mich die Demokraten und die Republikaner in der breiten Masse kein Unterschied in den Parteien. Schon immer so gewesen. Es ist wie bei unseren Parteien hier durch. Das ist das eine. Das andere ist, wenn Trump der Mensch ist, der alles im Griff hat, beziehungsweise, wenn man ein bisschen weiter darüber nachdenkt, kann er das nicht alleine sein. Er braucht eine Kraft, eine Macht, die hinter ihm steht. Wenn diese Macht und Kraft den Secret Service genutzt hat, um auf Trump sein Leben zu achten, dann ist diese Macht hinter Trump für mich keine wirkliche Macht, sondern sie überlässt der Opposition, nämlich der Regierung, die ja letztlich in allen Details bis dorthin Zugriff hat. Also entscheidet, welche Beamten kommen, wie viele Beamte kommen, also welche Art von Beamten, ob diese Beamten Trump mögen oder nicht mögen, lassen wir alles im Raum stehen. Aber damit hätten ja die, die hinter Trump stehen, nicht den wirklichen Zugriff. Nicht die Kontrolle, ja. Und damit wäre doch schon von vornherein klar, dass das nicht Menschen sein können, die wirkliche Macht haben hinter Trump. Und die Dinge, so wie man es uns aus verschiedenen Sichtweisen darstellen will, schon alles im Griff haben. Das ist das eine. Das heißt also, wenn an diesem Tag des Attentats dort auch wieder Secret Service Kräfte waren, unabhängig davon, wie, sagen wir mal, unprofessionell sie vor Ort gewirkt haben, was wir auf Video sehen können, bis hin zu Beamtinnen, die von der Größe gar keinen Trump körperlich schützen können. Also da hätte schon von vornherein jeder Sicherheitsbeamte, der in einer gehobenen Position ist, gesagt, Moment mal, die können wir doch hier nicht einsetzen, wenn wir Trump schützen wollen. Dann musst du so lax sein und sagen, ja, heute wird schon nichts passieren. Das heißt also für mich, da ist der Punkt, jetzt zu erkennen, hat Trump die Kräfte hinter sich oder hat er sie nicht? Wenn dieses Attentat fingiert war und es sollte alles so aussehen, wie es ausgesehen hat, sodass ein Trump nie in Gefahr war. Genau. Da muss man auch davon ausgehen, dass der Schuss ans Ohr ein viel zu großes Risiko gewesen wäre, zu sagen, wir haben jetzt hier einen Superschützen und der schießt ja nur ans Ohr, dann, sonst sieht das nicht korrekt aus. Ja? Das heißt, dann muss, wenn Trump diese Macht hinter sich hat, von denen alle sprechen, die hinter Trump stehen, dann muss dieses Attentat fingiert gewesen sein. Und wenn dann Argumente kommen, ja, da sind aber andere Menschen verletzt und erschossen worden. Wer von uns hat jeden Verletzten gesehen und weiß, wer da tot ist? Auch wenn du nachher eine Frau von einem angeblich Erschossenen im Interview hörst, wissen wir das? Kann alles gestaged sein, ja. So. Und das lassen wir mal im Raum stehen. Aber entscheidend ist trotzdem Fakt, und das ist meine Sicht aus rationaler Sicht, dass entweder das Attentat gefaked war, dann hat Trump die Kontrolle und die dahinter waren, oder das Attentat war echt, dann hat er keine wirkliche Kontrolle. Ich gehe noch auf einen Punkt ein. Warte ganz kurz, bevor du da eingehst. Frage an dich. Siehst du da eine Lücke in dem, wie ich es gerade gesagt habe? Nein, ich bin auch inzwischen der Meinung, dass es fingiert war. Das wollte ich nur wissen, weil es interessiert mich, wenn du eine Gegendarstellung hättest. Nein, ich habe kein Argument dagegen, eher dafür, was die These noch stützt. Und zwar,
dieses Bild, dieses ikonische Bild, da weiß man ja, dass da Fotografen unten stehen und klack, 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 sollte offensichtlich entstehen. Das sieht sehr danach ja, aus. Und zwar, ich gehe von Folgendes, hatte ich noch nicht angesprochen. Nach dem Schuss, vermeintlichen, fasst sich Trump ans Ohr, geht runter. Geht eigentlich auf die Knie wahrscheinlich, ja, oder hockt in die Hocke. Ja. Auf jeden Fall ein Pulk von Menschen, Secret Service, über ihm. Normalerweise ist ja der Job, der wird dann nur noch abgeschirmt. Da sieht den keiner mehr, ja, weil du auch nicht weißt, was ist nach dem Schuss, was kommt danach. Dann steht er auf und normalerweise hätten die Secret Service Leute, sie stehen hier nirgendwo auf, wir gehen jetzt geduckt hier die Treppe runter und ins Auto und weg. Und vor allen Dingen hättest du nicht eine kleine Frau noch vor ihm stehen, die sich noch zusätzlich bückt, genau. Um eine Cap genau. Und er hält noch mal, reckt nochmal seinen Kopf raus, wobei noch keiner weiß, was ist mit dem Schützen, ist der noch schussbereit oder kann der noch irgendwie nochmal schießen oder irgendwas. Also komplett, ich kenne diese Szene von Ronald Reagan, der ein Pulk, das war so auf der Straße, und sofort ins Auto, da wurde gar nicht irgendwie, also ganz schnell. Ja? Thomas, ganz ehrlich, das ist völlig klar. Das ist noch ein Indiz dafür, ja? Ist ja kein Beweis. Wir sprechen hier nicht von Beweisen, das sind alles Indizien. Ist ein Hinweis, genau. Ist ein Indiz für diese These, die ich habe. Für mich ist aber nochmal wichtig, am Ende der Kette zu sagen, worum geht's eigentlich? Geht's darum, ob das Attentat real war oder nicht real war? Ob Biden der Auftraggeber war oder Karl-Heinz oder wer auch immer? Oder geht's darum, festzustellen, hat Trump die Macht oder hat er sie nicht? Und für mich geht's darum, festzustellen, hat Trump die Macht hinter sich? Ist er derjenige, der geschützt ist, dem nichts passiert? Oder ist er derjenige, der unter Gefahr steht, erschossen zu werden, wo seine Mitarbeiter so bescheuert sind, den Secret Service einzunehmen für seinen Schutz? Und das wird ja in der Öffentlichkeit so berichtet. Da wird ja immer davon gesprochen, der Secret Service beschützt Trump. Und der untersteht dem Weißen Haus und die schicken dann jeweils und wenn die Leute. Und wenn du an den Deep State glaubst, dann ist das die größte Lücke überhaupt, den Secret Service zu nehmen. Richtig. Normalen. Ich meine, der Secret Service, Kennedy-Attentat, Robert Kennedy-Attentat, der war ja auch überall mit dabei. Ja. So, also da ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Sich also nicht darin zu verstricken, war es ein Attentat, war es keins, war das der Täter, wie viele Schützen waren da, haben die vom Dach geschossen, ja. Haben die vom Turm geschossen, haben die hinter ihn geschossen, ist der erschossen worden, ist der nicht erschossen worden, war das Blut echt, war es nicht echt. Photoshop, genau, ja. Kannst du noch 10 Jahre über diskutieren, weißt du nicht. Aber du kannst dir entweder sagen, Trump hat die Kontrolle, dann war es ein Fake, oder hat die Kontrolle nicht, dann war es kein Fake. Nehmen wir mal an, er hat die Kontrolle. Gedankenspiel. War es das wert? Das ist jetzt der nächste Punkt. Wenn es das wert war, dann werden wir das noch sehen. Weil der Zeitpunkt war für mich nicht optimal. Genau, viel zu früh eigentlich, oder? Eigentlich. Ja. Aber der Zeitpunkt, wo er mit Biden diese Debatte hatte, war auch nicht optimal. Wäre viel besser gewesen, hätte er es 3 Wochen, 4 Wochen vor der eigentlichen Wahl gemacht. Im Oktober, genau. Und stell dir mal vor, das Attentat wäre passiert 4, 5 Tage, bevor die Wahl stattfindet. Dann richtig. Ja. Jetzt darf man nicht unterschätzen, diese Situation, die er jetzt auch heroisch fundamentiert nach außen durch dieses Foto dargestellt wird. Da sieht man schon retuschierte Bilder, wo denn hinter ihnen ein übergroßer Engel steht. Ja, ja. Und in der Rede von Trump hat er auch gesagt, er spricht nur einmal darüber, aber er wurde von Gott beschützt. Almighty, genau, Almighty God, ja, den allmächtigen Gott. Ja. Mhm. So, das hat in Amerika eine extrem starke Wirkung, ja. Viel stärker, als wir Europäer uns das hier vorstellen können. Und das hält auch eine Weile. Aber nicht ewig. Ja. Aber nicht ewig, aber es hält eine Weile. So, also diese Punkte kann man sich jetzt alle noch fragen. Zusätzlich war dieser Zeitpunkt optimal. Jetzt wissen wir aber nicht, wir kennen ja nicht, wenn da eine Agenda hintersteht, was jetzt noch alles auf uns zukommt.
Wir haben noch gesehen, dass in der Kompaktheit der Dinge, die geschehen, bis im Kompaktmagazin, ja. Ja, Dinge hintereinander sich jetzt immer mehr beschleunigen. Assange wurde ja. Letztlich sich in die Freiheit entlassen. Diese Debatte, wo Biden letztlich nachher praktisch nochmal gesagt hat, bitte wählt mich nicht. Ich ja. bin dement, ich bin kein, pack's nicht. Ja. kein Präsident. Hat er doch gesagt mit ja. seinen... Mit seinen ausgestrahlt, Worten. Ja. Mhm. Deutlich. Mhm. Man hat auch gesagt, bitte wählt Trump. Trump ist doch der viel Bessere. Schaut mich an. Ja, ja. Das ist doch das, was letztlich hängen bleibt. Ja, 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 genau. Die Worte hat er nicht benutzt. Aber der Eindruck bleibt einfach. Natürlich. Ja. Mhm. Also manchmal muss ich mich selber fragen, warum Menschen nicht erkennen können, die sich mit dem Themen beschäftigen, dass sie einen Film sehen. Warum Menschen immer noch sich selber dann in Frage stellen und sagen, naja, vielleicht ist es doch kein Film. Vielleicht ist der wirklich so dement. Vielleicht haben die einen Fehler gemacht und zu Anfang gedacht, der Biden wird uns hier durch die Hölle holen, der bringt das. Ja. Das ist das Gleiche wie in der ganzen restlichen Welt. Wenn du dir sagst, da sind Menschen, die uns über lange, lange Epochen, über Familien beherrschen, intelligent, mit Kräften, mit... Spirituell. Ja, und finanziell alles in der Hand haben. Also alle Möglichkeiten mhm. haben, Menschen mhm. finanziell zu kontrollieren, sie über Macht zu kontrollieren, mhm. Mhm. über Militär zu kontrollieren. Die begehen denn solche Fehler ein nach dem anderen mhm. und setzen Politiker weltweit an, die dement sind. Ja, nicht nur Biden ist dement, sondern unsere Politiker da in der Welt doch auch. Mhm. Das stellt sich doch jedes Mal wieder raus, wenn du sie reden hörst. Und dann fängt auf einmal nach einer Periode des Irrsinns an, im letzten Halbjahr vor der Wahl in Amerika, wo Trump jetzt doch den Anschein nach erstmal rational gesehen alle Chancen hat, gewählt zu werden, unabhängig jetzt mal vom Wahlbetrug, einfach so rein formal, außen sichtbar. Jetzt fangen auf einmal an, ein halbes Jahr davor, Dinge in die Öffentlichkeit zu kommen, die dieses Fundament der Protagonisten, die wir draußen haben, ins Wanken bringen. Mhm. Wo du also praktisch, wenn das so weitergeht, davon gehe ich aus, dahin kommen musst, irgendwann kann selbst der Letzte in der Öffentlichkeit, mhm. der sich mit den Themen nicht beschäftigt, nicht mehr verleugnen, was da geschieht. Wenn sich das weiter so anhäuft, wovon ich ausgehe. Und dann hast du am Ende des Jahres eigentlich einen Punkt erreicht, wo du so viel in der Öffentlichkeit an Fakten hast, dass die Köpfe rollen werden. Wie weit sie wie rollen. Und was genau mit denen geschieht und wie weit sich das weiter noch in das nächste Jahr aufbaut, kann ja keiner von uns vorhersehen. Aber das ist doch ein augenscheinliches Programm. Jetzt lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Bitte. Die These ist ja folgende, wenn ich es richtig verstanden habe. Es werden so viele Absurditäten gezeigt, so viel Schwäche auch. Also Biden die ganzen 4 Jahre, wenn man so will, ja, schon, wo wir wirklich, also auch Amerikaner auch selber sagen, it's embarrassing und so, nur peinlich und so, damals schon, vor 2, 3 Jahren schon, als der Präsident war. Dann haben wir dieses Attentat, wo auch jeder, der die offiziellen Videos gesehen hat, gesehen haben muss, wie sich der Secret Service verhält, ja, und wie sich auch Trump verhält, nach dem Schuss wieder hochkommen, Faust hoch und so weiter, wobei, gut, okay, da denkt man vielleicht nicht gleich dran. Dann haben wir dieses Schauspiel jetzt mit Biden. Wo ist Joe Biden, unser Präsident, in der Supermacht? Ja, der 5, 6 Tage, nachdem er auf Twitter ausgerechnet, nicht im Weißen Haus, Briefkopf, angeblich auch nicht mit seiner echten Unterschrift, erklärt, dass er nicht mehr Kandidat wird, sein wird und nicht mehr sich wählen lässt für die nächsten 4 Jahre, aber sich voll auf seine Präsidentschaft konzentrieren möchte, die letzten Monate.
Dann ist er weg, jetzt kommt er wieder, gibt es ein Video, wo er aus dem Auto aussteigt und ein Flugzeug-Gangway hochgeht und das schaut so aus, als ob er irgendwie, also nicht so klapprig wie sonst jedenfalls. Ich will jetzt nicht sagen, schwungvoll wie ein junger Mann, aber das sieht sehr viel stabiler aus, als was man gewohnt ist. Und auch die Frage überhaupt, wo ist Joe Biden, wo ist eigentlich unser Präsident, wer ist eigentlich unser Präsident, dass das alles Sachen sind, und da gehe ich ja mit dir mit, ja, da bin ich ja deiner Meinung, dass immer mehr Leute sagen, Moment mal, also langsam kann ich es auch nicht mehr, kann ich meine Augen auch nicht mehr dauernd verschließen. Guck mal, Thomas, diese ganze Geschichte um Biden ist für mich seit seinem Amtsantritt völlig unverständlich, ja, dass keiner von den Menschen da draußen schon längst gesagt hat, das ist kein Präsident, das ist ein Mensch, der gehört ins Krankenhaus. Ja, allein, dass er gewonnen hat. Allein das, aber dann auch der weitere Weg. Alles, was wir da zusammen addieren, kannst du doch einem normalen Menschen komprimiert gar nicht zeigen. Der fässt sich doch an den Kopf und sagt, was wollt ihr mir erzählen? Das war doch nie, das ist doch ein Film, den ihr mir hier zeigt. Und wenn du das auf unser Land beziehst, dann erkennst du doch auch, was hier geschehen ist. Die Dinge, die hier umgesetzt wurden, waren doch alle Irrsinn. Unabhängig von der Pandemie, die auch in allen Details letztlich im Moment gar nicht erklärbar sind für den Laien. Warum sie es so gemacht haben, meinst du? Ja, warum machen die Politiker das? Was ist denn deren Interesse? Ja. Ja, richtig. Dann kommst du vielleicht nur als Laie zu dem Schluss, ach so, der hat einen Maskendeal gemacht. Aha, der ist mit der Pharmaindustrie verbandelt. Das heißt, er hat da ein paar Millionen kassiert, weil die Pharma gut verdient hat. Dann kommt noch so die Lust an der Macht vielleicht, noch die Berauschung. Das finde ich ein sehr schwaches Argument. Das ist für einen Laien in Deutschland, denken die gar nicht so. In Deutschland sage ich, meine Überzeugung ist, der große Teil der Menschen hat sich daran gewöhnt, dass Politiker korrupt sind. Mhm. Die wissen das. Aber sie haben noch genug im Kühlschrank gehabt, sie konnten so und so oft im Jahr verreisen, sie hatten das und das und das und das und dann haben sie gesagt, ja okay, da gibt es ja Parteien und die ist nicht ganz so korrupt. Ah, da ist jetzt in der Partei ein neuer Politiker, der hat ein paar Sachen gesagt, den glaube ich schon ein bisschen mehr. Den warten wir mal ab, was der macht. Wählen wir den mal, weil wir haben eh nichts Besseres. Ja, die kann ich ja nicht wählen, die sind ja Verschwörungstheoretiker, da fasse ich nichts an. Das ist der Durchschnitt. Das heißt, das ist eine Lethargie, in die Menschen verfallen sind über Jahrzehnte. Kann eh nichts machen, ich bin froh, dass weil du musst du musst ja wirklich ein absoluter Volldepp sein, der nicht bis drei zählen kann, dass du nicht jedes Mal erkennst, wenn du eine Partei X oder Y gewählt hast, dass nichts besser wurde in dem Sinne. Sondern du eher ein bisschen weniger hattest als vorher, immer wieder. Die versprochenen Zuschüsse wurden dann wieder halbiert oder geviertelt und dafür wurde aber das Fünffache an einer anderen Stelle weggenommen. Dann wurde dann die Mehrwertsteuer erhöht oder hier oder da, dass am Ende der Kette du immer weniger hattest als vorher. Und das hast du die ganzen Jahrzehnte. Und unter Merkel extrem. Wir schaffen das. Ja? In Amerika war der Slogan, we can do it, oder yes, we can. Yes, we can. Das ist das gleiche Ding. Obama, ja, genau. Genau. Also, siehst du das doch? Du brauchst ja nur rekapitulieren. Du brauchst doch nur die Fakten sammeln. Du brauchst ja nur die Wirtschaftslage anschauen und sehen, wo ist Kapital in einem Maße im Positiven oder im Negativen gelandet. Also Schuld und Haben. Und die großen Institutionen wie BlackRock etc. sind kontinuierlich reicher geworden. Es waren immer weniger, die Macht haben, aber immer mehr Macht hatten und immer mehr Geld. Und aus der Breite der Bevölkerungsschichten der Welt wurde immer mehr entzogen. Rausgezogen. Das ist ja ein kontinuierlicher Weg. Und wenn du jetzt wieder unsere Politik der letzten 3-4 Jahre nimmst, die ab absurdum immer größer wurde, dann erkennst du doch, alle Maßnahmen haben nur dazu geführt, dass dieses Land weiter den Bach runtergeht. In jeglicher Richtung. Da wurde dir nicht zugestanden. Ja, wörtlich wurde dir was zugestanden. Aber faktisch nicht.
Weil das, was Sie dir dann als Subvention zugestanden haben, haben Sie dir an einer anderen Stelle ja fünffach weggenommen. Durch Verteuerung hier, durch Verteuerung da. Und völlig desolat vom Verstand gehandelt haben, so wie du jetzt in den RKI-Protokollen dich fragen kannst, warum haben sie das und das alles gemacht, hätte alles gar nicht sein dürfen. Mhm. Kannst du dich fragen, wenn andere Protokolle irgendwann mal veröffentlicht werden, ja, warum hat denn ein Habeck das und das gemacht? Warum hat denn eine Baerbock das und das gemacht? Die Realität sieht doch eigentlich ganz anders aus. Und in den Protokollen steht es auch, dass sie das ganz anders gesehen haben, so wie bei den RKI-Dingern. Genau. Das wäre dann auch so, ja? Verstehst du, was ich meine? Ja. So, die Logik, die dahinter steht, ist, dass das ein globales Geschehen ist. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ja, in einem Land, da ist ein Politiker auf einmal dement geworden und macht jetzt Irrsinn, kann man sich ja noch irgendwo erklären und sagen, gut, kann mal passieren in einem Land, da ist eben einer, der ist geistig krank, hat eine Krankheit. Kriegen das irgendwie nicht geregelt mit auch, dem. Ja. Mhm. Aber wenn du das auf die Welt beziehst und siehst auf einmal, das ist ein globales Konzept, weil das ist überall so. Du siehst das in den Regionen, die über diese Finanzinstitute wie BlackRock regiert werden, ist es überall das Gleiche. Wenn du mich fragst, unabhängig davon, dass der Deep State noch weiter geht als jetzt nur BlackRock. Wenn du es aber in Intervallen, in Positionen siehst, dann ist für mich klar, dass weit in der Machthierarchie über die United States der Regierenden, die wir offen sehen, Institutionen wie BlackRock stehen. Und der Larry Fink, der BlackRock scheinbar nach außen kontrolliert, der hat logischerweise mehr Macht als der Präsident. Weil er all diese Institutionen finanziell unter Kontrolle hat. Auch der sogenannte militärische Komplex gehört dazu, weil das alles mit Finanzen, Rüstungsindustrie, zu tun hat. Und die dritte Macht, die dazugekommen ist, außer Geld und Militär sind die Tech-Unternehmen. Darum sind die auch mit solchen Menschen wie, wie heißt der hier, unser Microsoft-Mensch, Bill Gates. Ja. Und anderen Institutionen Mehrheitseigentümer. Und BlackRock hat sich verschachtelt über weitere Finanzunternehmen, sodass du gar nicht immer erkennen kannst, wie viele Anteile BlackRock hält. Wem gehört das eigentlich, ja? Und da ist die eigentliche Macht. Und die ziehen die Fäden. Kein Biden, kein Obama. Auch ja, Trump. Und jetzt kannst du weiter spekulieren und sagen, wer steht denn über Larry Fink und deren Konstellation? Und da wird die Luft für uns, die wir versuchen, das zu durchschauen, immer dünner. In letzter Instanz wirst du dann irgendwo im spirituellen Sektor ankommen. Hast gar keine andere Möglichkeit. Und dann landest du wieder beim Vatikan. Und bei denen, die den Vatikan kontrollieren. Und dann erkennst du, dass das über Jahrtausende ein Spiel ist, wo Mächtige über Religion die ganze Welt kontrollieren, aber nicht nur über die Religion allein, sondern über diese Institutionen, die sich aufgebaut haben. Finanzen, Geld, ein der großen Versklavungsmittel. All das sind nachher die Dinge, die sich dazu addieren in dieser Machthierarchie. Und da kommst du nie hin, wenn du darüber diskutierst, wer war der Schütze bei Trump? Ja. Oder warum hat Nancy Faeser, wenn sie so heißt, diesen Schwachsinn gemacht, indem sie Kompakt verbietet? Da gibt es einen Aufschrei. Diesen Aufschrei braucht man nicht, wenn man sich weiter halten will. Aus meiner Sicht ist das wieder ein Ding, was weiter an dem Fundament sägt, dass diese Politiker sich halten können. Das wird weitere Nachspiele haben. Und da werden weitere Dinge geschehen. Das ist nicht das Ende der Fahnenkette im Moment. Nochmal. Also bis in dem Ende des Jahres
werden wir noch Dinge erleben, wo wir beide hier sitzen und uns an den Kopf fassen und sagen, da muss doch mal jetzt Schluss sein. Ja, aber ja, genau. Jetzt höre ich dir gerne zu. Wir hatten ja beide schon seit Beginn fast gesagt in den Salongesprächen, damals schon, Trump muss Trump ist 2016 gewählt worden gegen Hillary Clinton, muss einen Schutz gehabt haben und haben, sonst wäre er schon längst umgebracht worden. Das war mal das eine. Ja. Wenn der Deep State ihn als Gefahr und er nicht Deep State ist. Vielleicht ganz kurz nur für die Zuschauer. Das ist immer die Betrachtungsweise. Wenn man an einen Punkt ankommt, wo man an einen Deep State glaubt. Ja. Das müssen wir jetzt mal in dem Fall voraussetzen. Ja, okay, genau. Mhm. Man ist so weit, dass man erkennt, da gibt es einen Deep State, also nicht die Regierung, sondern da sind Kräfte dahinter. Die wir nicht sehen oder nicht deutlich sehen. Ja, ja. Wo ich gerade einen Teil von erklärt hatte mit BlackRock etc. Und wir dann uns fragen, wenn der Plan, der ja auch dann zu dieser Deep State-Geschichte gehört, war, dass Hillary Clinton das, was wir jetzt erleben, schon da hätten umsetzen müssen. Weil das war ja der Plan, soweit es in den Kreisen nach außen publiziert wird, dass sie hier Kriegszustände und Europa ins Verderben stößt. Denn wäre ja Trump jemand, der das absolut verhindert hat. Ja. Und wenn der Deep State die Kontrolle hat, dann würde der doch niemals zulassen, dass der Trump an die Macht kommt. Das ist doch die Logik. Gut, die Logik ist dann weiter. Ich will es mal ganz kurz abreißen. Ich wollte mal sagen, das war jetzt dein Verständnis. Ja, dass Trump die Wahl verloren hat, war gewollt von Trump oder seiner Seite. Ja. Also kann man schon sagen, und das mit diesen Politikern, die wirklich nicht mehr ernst zu nehmen sind, da gebe ich dir auch recht, das hat man auch schon gesagt, dass die waren früher auch schon nicht die kompetentesten, aber es war nicht so offensichtlich. Ja, ja, völliger. Also, das ist schon ein großer Unterschied, ein Riesenunterschied. Ja. Also mit anderen Worten, sie werden schwächer und schwächer, der Deep State. Ja, wenn du das jetzt so abkürzt, könnte man rein theoretisch das als These aufstellen. Jetzt sage ich aber zu dir, für mich macht das keinen Sinn, dass wir mit Menschen zu tun haben, die uns so lange kontrollieren. BlackRock gibt es doch auch immer noch, die sind doch nicht weg. Ja. Larry Fink ist schon lange da. Alle sind noch da. All diese, wollte ich gerade sagen, ich wollte gerade ein paar Namen aufzählen, aber all diese Menschen sind doch noch da. Mhm. Sind die jetzt auf einmal alle verblödet und sorgen dafür, dass ein Biden in die Regierung kommt und lassen sich die Wahl wegnehmen und sorgen dafür, dass in Europa das so läuft, wie es gerade läuft, so offensichtlich? Glaubst du das? Kann nicht in ihr Interesse sein. Ob Interesse ist, ist die eine Sache. Das ist die Frage, welcher Plan dahinter steht. Meine Frage war, glaubst du, dass sie von der Intelligenz auf einmal so einen Zerfall haben? Also muss es einen anderen Grund geben? Die Frage muss man sich stellen. Du kannst nur richtige Antworten bekommen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Also es gibt einen anderen Grund, und zwar, dass die andere Seite immer stärker wird. Nein, du bist zu schnell, Thomas. Das ist auch eine These. Beides sind Thesen, die man erstmal stellen kann, völlig legitim. Jetzt an der Stelle stelle ich nur die Frage, wenn wir sagen, der Deep State ist so schwach geworden, dass er so einen Schwachsinn macht, dann frage ich mich, warum sind denn noch die gleichen Kräfte da, beherrschen noch diese Stellen? Da muss ich unterstellen, dass die entweder gar nicht mehr geistig in der Lage sind, zu durchschauen, was sie da für einen Schwachsinn machen, oder sie haben einen Plan und lassen einen Film ablaufen. Oder, was wir auch schon angesprochen haben, muss man ehrlicherweise sagen, sie kriegen keine Anweisungen mehr. Moment, die Larry Finks der Welt können noch selber agieren. Die obersten Anweisungen, wenn du bis in die Spiritualität gehst, die könnte sein, dass die gekappt ist. Hat man schon immer mal wieder gesagt. Da gebe ich dir recht. Das ist für mich auch meine These, ist das der Fall, ist meine These. Die sind aber immer noch stark genug, die Kontrolle. Handlungsfähig, ja, okay. Die sind kein Biden. Oder keine Totalmarionetten, ja. Ja, du musst das immer wie eine Pyramide sehen, diese Machthierarchie und die geistige Kraft, die dahinter steht.
Also an der Stelle, an der wir jetzt sind, gibt es zwei Optionen aus meiner Sicht. Entweder lassen Sie den Film laufen und haben die Kontrolle und holen uns in eine nächste Aufbauphase, nachdem alles zerbrochen ist, mit Protagonisten, die uns dargestellt werden, wo wir sagen, Gott sei Dank, jetzt geht's wieder bergauf. Ja. Das ist die Urthese, die ich schon die ganze Zeit durch das Salongespräch bringe. Genau. Oder sie werden benutzt von den Kräften, von denen zum Beispiel die Menschen sprechen, die an Q glauben und an Trump als den Erlöser, dass da Kräfte hinterstehen, die das alles zulassen, was diese Larry Finks und der anderen Protagonisten der Welt umsetzen, um an der richtigen Stelle dann einzuhaken und zu sagen, so, jetzt legen wir euch ab. Vollkommen. Jetzt ist Schluss. Das wäre die Gegenthese. Jetzt kann man sich hinsetzen und sagen, ja, ich kann noch 3, 4 andere Thesen finden. Ich finde keine. Bin dankbar dafür, wenn jetzt jemand mit einer anderen These kommt, wo ich sage, oh, ist ja interessant, kann man drüber nachdenken. Ich kann auch keine andere Erklärung sehen, ja. So, also du folgst mir so weit, dass du jetzt sagst, entweder haben diese Larry Finks der Welt noch die Kontrolle und lassen hier einen Film ablaufen. Du glaubst nicht, ich unterstelle das jetzt. Richtig, ja, aber ich kann es nicht ausschließen, genau. Nein. Ich unterstelle dir jetzt, du glaubst nicht, dass die Larry Finks der Welt auf einmal schwachsinnig geworden sind und diese Irren hier agieren lassen und glauben, da, damit machen sie den richtigen Weg. Genau, richtig unterstellt, ja. Okay, du glaubst also, wenn sie diesen Film laufen lassen, dann haben sie einen Plan, dass es genauso laufen soll. Und zu einer gewissen Zeit, wann immer der Zeitpunkt ist, wenn Menschen genügend, sagen wir mal, Stress hatten und genügend von diesem Irrsinn genug haben, dann kommen sie, nicht unbedingt Larry Fink als Person, aber dann kommen die Marionetten hingestellt, die für uns den Anschein haben, jetzt wird's. Der rettet uns, die retten uns. Jetzt wird's super. Korrekt? Und die Gegenthese wäre, dass diese Finks der Welt nicht die wirkliche Kontrolle haben. Sie glauben sie zwar zu haben. Nicht mehr, kann man sagen. Nee, sie haben die Kontrolle noch, sie glauben sie zu haben. Ja. Und der Film läuft auch nach ihrem Plan ab, aber wird benutzt von denen, die uns wirklich Gutes wollen. So wie die sogenannten Whiteheads, Qs und was auch immer in der Richtung. Verstehst du? Das heißt, das wäre eine Hierarchie, die über denen noch steht, von der geistigen Kraft. Und die sagen, komm, wir nutzen genau deren Konzept und lassen das laufen. Wenn sie glauben, jetzt können sie uns wieder in die nächste Falle locken, dann schnappen wir zu und drehen den Spieß um. Ja, und wie soll das, wie könnte das dann aussehen? Na, ich sag mal ganz simpel. Wenn du die finanziellen Grundlagen hast und, sagen wir mal, das Militär auch schon auf deiner Seite, dann kannst du in dem Moment einen Larry Fink einfach sagen, Schluss, aus, Ende, du wirst abgesägt, du bist nicht mehr da. Wenn du weißt, dass da die Führungskräfte sind, die dieses ganze Programm leiten. Du musst also so weit schon sein, dass du diese ganzen Strukturen kennst, wie ein Insider, in denen praktisch drinnen bist und sagst, ich lasse die nur noch zappeln, so lange, bis der Moment kommt und dann übernehmen wir das ganze Theater. Dann haben sie praktisch die Schmutzarbeit gemacht, wo sie glaubten, sie können uns in das nächste Theater locken, das nächste Schauspiel. Und dann kappst du das. Das ist eine These, die auch Sinn macht. Welche der beiden Thesen jetzt im Endeffekt tatsächlich ablaufen, kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann nur in mein Inneres gehen, mit meinem Bauchgefühl sagen, was sagt mir mein Gefühl, wo läuft die Reise hin? Und mein Gefühl sagt mir, die Menschen, die wir im Moment noch sehen, ob das ein Trump, ein Putin oder wer auch immer ist, sind nicht die, von denen
die glauben, das sind die Erlöser, die führen uns in die Freiheit. Sie haben ihre Aufgabe und sie müssen auch da sein. Aber sie sind nicht die Erlöser, die uns in eine neue Welt führen. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir über Erlöser sprechen, die uns in eine neue Welt führen, wir schon auf den völlig falschen Weg sind. Mhm. Zustimmung, ja. Ja, es ist gut, Menschen zu haben, die für einen gewissen Zeitraum eine Führungsposition haben. Vorbildfunktion und, vielleicht irgendwie auch. Na, Vorbild, insoweit meine ich, die Dinge umsetzen können. Mhm. Mhm. Die, weil sie eine gewisse Stärke, eine gewisse Intelligenz haben, im Zusammenhang so ein bisschen den Nährboden bereiten können. Aber sie dürfen keine Führungskräfte bleiben, mhm. im Sinne, dass der Mensch nicht anfängt, an einem Punkt zu sein, wo er erkennt, dass die Kraft aus uns kommen muss. Jedem Einzelnen, ja. Mhm. Und da sind wir noch nicht. Viele von uns, die wir anfangen, die Dinge zu durchschauen, schwanken immer zwischen den Welten. Mhm. Wir gehen immer von dem Rationalen, teilweise dann mal wieder zurück zum Spirituellen, wieder zu unserem Gefühl. Und dann sind wir wieder gepackt von den ganzen Nachrichten, von dem ganzen Theater und werden da wieder reingesogen. Und solange das der Fall ist, ist das ein Hin- und Herschwimmen. Ja, die, wie soll ich sagen, die Realität, das, was wir als Realität wahrnehmen, wird mitgespeist von jedem von uns. Und ab einem gewissen Punkt schnappt die Realität zu, wenn es nicht mehr zu sehr schwankt. Mhm. Wenn die Realität zwischen Hü und Hot hin und her schwankt, dann bist du in diesem Modus. Und das, dann ist das erstmal die Realität, ein Hin- und Herschwanken. Ja, genau. Und wenn du an einem Schluss kommst, wo du sagst, jetzt haben wir es und wir sind genügend da, schnapp die Realität zu und du hast diesen Punkt. Das ist so, wie es jetzt in der... Jetzt werden die Zuschauer fragen, Mike, wann ist denn das? Ja, dann wäre ich ja ein Prophet, das bin ich ja nicht. Das ist so wie in der Quantenphysik. Ja, in der Quantenphysik erklärt man uns, dass alle Materie letztlich energetische Grundlagen sind und in Form von Wellen beschrieben sich darstellen. Wellenform, kann nichts Festes. Jetzt muss man sich klar machen, dass eine Wellenform, so wie wir sie in unserem Gehirn wahrnehmen, auch wieder eine bildliche Darstellung unserer Wahrnehmung ist. Es ist letztlich nicht die absolute Wahrheit, es ist nur unsere Wahrnehmung. Aber wir brauchen Erklärung, damit wir irgendein Bild haben. Wir brauchen ein Bild im Kopf. Ja, hat ja jeder jetzt Welle, kriegt man ja gleich. Damit man sich vorher einen Unterschied vorstellen kann zwischen fest und genau, nicht fest. Genau, du brauchst irgendwelche Referenzpunkte. Genau, ja. Und alles, was fest ist, was wir wahrnehmen, ist für uns real. Eine Welle, die wir nicht sehen können, ist für uns erstmal nicht real. Aber trotzdem ist sie da. Ich höre dich und sehe aber die Schallwellen nicht, aber ich höre sie. Zum Beispiel, ja. Aber in der Quantenphysik geht es eben so tief, dass man die Materie versucht hat zu erforschen und zu begreifen, wie Materie funktioniert. Und dann hat man festgestellt, dass Materie eigentlich gar nicht fest ist, sondern pure Energie. Mhm. Und dann hat man durch Experimente festgestellt, dazu gehört das Doppelspaltexperiment, das hatte ich schon öfter mal in unseren Salongesprächen erwähnt, wo man festgestellt hat, dass ein Phänomen auftritt, dass sich Materie, Licht, Photonen sowohl als auch verhalten. Die treten als Teilchen auf. Immer dann, wenn bei dem Experiment ein Beobachter, sprich menschliches Bewusstsein dabei ist, manifestiert sich diese Energie zur festen Materie. Das heißt, es wird etwas für uns real. Wenn der Beobachter aber nicht da ist, bleibt es eine Welle. Das heißt also, die Welle gehört zur Grundlage der Essenz von Möglichkeiten. Die endlose Essenz von Möglichkeiten, von endlosen Möglichkeiten, die wir durch unsere Wahrnehmung erst real machen. Zur Realität machen. Und das ist das, was ich meine. Die Realität, das, was wir als Realität bezeichnen, ist für uns fest. Mhm.
Tatsächlich ist aber das Potenzial aller Möglichkeiten schon real, aber nicht in Form von fester Materie. Wenn du so willst, ist in Gott schon alles da. Da wird nichts gemacht, das ist alles da. Das menschliche Bewusstsein schafft erst aus den endlosen Möglichkeiten eine physische Realität. Das muss man aber erstmal begreifen, dass wenn man den Begriff Realität benutzt, ihn nicht einfach nur auf feste Materie sagen wir mal, anwendet, sondern sagt, auch Gott ist Realität. Ja. Auch die Essenz aller Möglichkeiten ist Realität, nur noch nicht manifestiert in physischer Form. Genau, das heißt nicht, weil wir sie jetzt gerade nicht wahrnehmen in irgendeiner Form, dass es sie nicht da ist, die Realität. So ist es. Und da fängt das an, dass unsere Synapsen so ein bisschen hin und her kaspern bei uns Menschen, in unserem Tagesbewusstsein, dass wir das schnell verlieren und uns damit nicht mehr beschäftigen und falsch einordnen in so eine, sagen wir mal, New Age Spiritualität, wo wir sagen, wir erschaffen uns die Realität, wir denken mal alles in die Richtung, das gleich so. Und das ist es nicht, was ich meine. Was ich meine ist, unser menschliches Bewusstsein hat zwar Einfluss darauf, was erschaffen wird, aber wenn nicht genügend Menschen in der Welt dieses energetische Denken gemeinsam durchführen, dann setzt kommt sich nicht durch die Realität. Im einfachen Sinne gesprochen, mal bildlich dargestellt, ist der sogenannte Mainstream, also der Hauptfluss, das, was die Menschen als Hauptpunkt anerkennen, das ist Mainstream. Ich rede jetzt nicht nur von den Medien, ja? Ich rede von Mainstream als insgesamt Ausdruck. Was man richtig und falsch hält. Wo du 1000 Menschen über eine Sache befragst und 999 sagen, das ist so, einer sagt vielleicht was anderes. Ja, okay. Das ist ja, der genau. Mainstream. Das ist im Bewusstsein verankert, das glauben die. Und jetzt ist die Frage, sind das Glaubenssätze? Dann ist das noch längst nicht die Realität. Wenn du 1000 Menschen in einem Raum hast und du befragst die und die sagen, ja, die Impfung war nötig und Corona und die Maßnahmen waren alle korrekt. Wenn das 999 sagen und einer sagt nein, heißt das nicht, dass die 999 recht haben und der eine falsch liegt, sondern das heißt, dass sie in einem Mainstream sind, der ihnen suggeriert würde über Nachrichten, über Argumente, die sie einfach glauben. Und da fängt der menschliche Glaube an, in den Irrglauben zu gehen. Da fängt der Mensch auf einmal an, Dinge als wahr zu nehmen und dafür zu kämpfen, weil er glaubt, das ist die Wahrheit. Verstehst du, wie entscheidend das ist, dass wir Menschen anerkennen, einen freien Geist zu haben, Freidenker zu sein? Ja, das ist die Voraussetzung. Und die Dinge hinterfragen und uns nicht einlullen lassen von Geschichten, von den ganzen Sachen, die man uns erzählt. Egal, ob jemand etwas gut oder nicht gut meint, der kann dir trotzdem Schwachsinn erzählen, ohne dass er es böse meint. Richtig. Du, ich, jeder von uns ist gefordert, die Dinge zu hinterfragen. Da sind wir wieder bei der Souveränität. Und Realität ist eben subjektiv und nicht objektiv. Ja, nicht jeder nimmt es gleich wahr. Ja, genau. Ja, darum ist Realität etwas, was wir erschaffen. Mit unserem Geist, mit unserem Bewusstsein. Und wenn du jetzt in eine Welt willst, wo du dich wieder nach einem Führer sehnst, und der Mainstream will den Führer, dann haben sie praktisch die Realität für den Führer schon erschaffen. Der braucht bloß noch dastehen und sagen, ich nehme euch mit. Wenn du aber als Mensch sagst, nee, bitte, kein Führer, ich will die Sachen hier selber in die Hand nehmen. Und das machen 99% als Beispiel. Dann kannst du so viele Führer hinstellen, wie du willst. Die werden keine Chance haben. Keine mit den Folgen, ja. Oder die wenigsten, ja. Ja. Nee, die diesen Mainstream haben, die werden ihnen nicht folgen. Ja. Nur die nicht in diesem Mainstream sind. Die Frage ist, ist dieser Mainstream jetzt positiv oder ist er negativ? Ja, ja. Und so haben sie uns doch über Tausende, zig Ionen beherrscht. Über einen Mainstream. Genau.
über eine Meinung. Hat auch irgendwie es Gruppendynamisches. Man will dann auch nicht außen vor sein und sich ausschließen. Hat ja auch was damit zu tun. Nicht aus der Höhle ausgestoßen werden. So diese Urgeschichten auch irgendwo. Ja, man jetzt, will ja dabei sein. Jetzt bist du im psychologischen Bereich. Also legitim als Psychiater, der würde sich jetzt hinstellen und würde jetzt viele Analysen treffen. Warum folgen Menschen einem Mainstream? Warum nehmen sie den überhaupt an? Mhm. Letztlich ist es eine Art der Überzeugung bei dem einen oder anderen oder ein Mitlaufen, mhm. um nicht dazu zu gehören. Das ist so dieses typische Schafsymbol. Mhm. Ja, Schafe laufen den anderen hinterher, den anderen Schafen, weil sie dazugehören. Nicht böse, nicht dumm, das ist einfach deren Natur. Die Herde, genau, da will man dabei sein. Ja. Mhm. Und wenn du dir unsere Welt anschaust, dann haben wir hier immer noch eine große Herde. Die laufen diesen ganzen Irrsinn noch hinterher. Weil noch es ist ganz doch nicht, wichtig. Es ist doch, da haben wir doch oft schon drüber gesprochen, es ist doch für dich, ich glaube, das hast du oft schon selber gesagt, gar nicht erklärbar, dass da draußen überhaupt noch Menschen sind, die nicht erkennen, dass die Politiker alle durchdrehen. Mhm. Ja, auch um es nochmal darauf zurückzukommen, auf Biden. Ja. Wer ernsthaft ihr noch gesagt hat, ja, der ist ein bisschen klapprig, aber hey, das ist der Präsident, ja, dann da habe ich mich wirklich gefragt, Leute, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, schaut euch das bitte an, was zeigen die uns denn für einen Menschen hier? Ja? Und dann wurde sogar kürzlich noch vor 2-3 Wochen, das fand ich wirklich dann total absurd, bei Lanz besprochen, dass nach der Debatte war das genau. Und die war um 21 Uhr Ortszeit, Eastern, was weiß ich, Primetime in Amerika, in den USA, dass ja bekannt ist, dass Biden Kernarbeitszeit, der Präsident der Supermacht, ja, 10 bis 16 Uhr. Und warum wurde das um 21 Uhr angesetzt, wo er nicht mehr so fit ist? Ja? Also es wurde ernsthaft diskutiert, dass der, dass es ganz normal sei, dass der nur zwischen 10 und 16, 18 Uhr überhaupt arbeitet. So, und jetzt weißt du doch, dass so ein Mensch wie der Lanz weiß, dass das, was er da macht, im Fernsehen ausgestrahlt wird und als Video ewig vorhanden sein wird im Netz. Jetzt musst du dich doch als Lanz fragen, was passiert denn, wenn da irgendwann mal die Wahrheit ans Licht kommt? Wie stehe ich denn da? Dann steht er doch da wie der letzte Vollidiot. Ja. Also jemand, der die Realität völlig verleugnet. Das macht doch aber 99% der Mainstream auch. Der amerikanische Mainstream berichtet doch seit 4 Jahren über Biden. Alles wunderbar, alles richtig. Schön. Ja. Dabei ist doch die ganze Zeit aufgezeichnet worden, dass er völlig irrsinnig ist. Das ist eine völlige Realitätsverleugnung. Mhm. Genau. Also haben wir doch hier einmal eine Welt, die sich voll gegen die Realität stellt, dessen, was tatsächlich geschieht. Mhm. Das ist eine satanische Umkehr, wenn du so willst. Ja. Genau, und die Menschen, die halbwegs die Realität verstehen, die werden als Dummköpfe oder Verschwörungstheoretiker oder sonst was dargestellt. Also wie du gerade sagst, die komplette Umkehr, das Satanische, was ja erklärt ist als Umkehr. Und da kannst du jetzt so viele Schnittstellen finden, und so viele Beweise finden, da brauchst du die RKI-Protokolle gar nicht mehr. Mhm. Das sind alles Zusätze, weil wir über die RKI-Protokolle gesprochen haben. Wenn Dinge über längere Zeiträume versiegelt werden, in Amerika passiert das genauso wie in Europa, dann haben Menschen manchmal 100 Jahre oder länger keinen Zugriff auf diese Akten. Mit welcher Rechtfertigung kann denn ein Volksvertreter das, was dem Volk zusteht, unter Verschluss bringen? Das ist aber schon seit Jahrzehnten und länger in der Weltbevölkerung einfach akzeptiert. Ja, ja. Da gibt es keinen Aufschrei. Mhm. Wenn da ein Politiker gesagt hätte, also die RKI-Akten, die müssen wir jetzt die nächsten 100 Jahre verschließen, dann hätte es keinen großen Aufschrei gegeben in der normalen Bevölkerung. Ja. Und andere Dinge, die sie verschlossen haben oder verschließen. NSU, RAF auch teilweise, oder die Engländer, den Hessflug, jetzt nur als Beispiel, gibt noch etliche andere Sachen. Ja, genau. Wird nicht geöffnet. Ja. Genau. Mhm. Jetzt meine These, nächste Themen werden sein, weil sie einfach offensichtlich sind, Chemtrails. Wird inzwischen im Mainstream zugegeben. Okay,
Siehst du, da wird aber meiner Meinung nach, das wusste ich nicht, da wird meiner Meinung nach, meinem Gefühl nach, wurde schon drüber geschrieben, ja. Wird das nächste Thema sein. Der menschgemachte Klimawandel. Larry Fink hat sich aus dem selbstgemachten Klimawandel, also menschgemachten Klimawandel, raus entfernt. Auch der Grund dafür, warum er diesen Schwab absägt. Weil du musst wissen, dass Larry Fink diese Institution alle beherrscht. Mhm. Klar. Ja. Und es stimmt. Also da ist eine Abkehr, auch keine Investitionen mehr in die Klimageschichte und so weiter. Der wird rausgezogen, der wird der zurückgezogen. Spiegel, Fokus, nee, warte mal, will nicht lügen, nicht der Spiegel, sondern Fokus war das, glaube ich, berichtet über VW und andere Werke, die jetzt erkannt haben, anscheinend, dass Elektro nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Und sich jetzt wieder mit so und so viel Milliarden Investment mit Verbrennerautos Weiterentwicklung. Auf einem höheren Niveau, aber wieder mit Verbrennerautos beschäftigt. Ist ja nun mal nicht Klima. Ja. Nee, da sind doch schon die Zeichen. Mhm. Mhm. Wusstest du, dass Xi in China mit Russland zusammen 20 neue Atomkraftwerke baut und Kohlekraftwerke? Nee, habe ich auch noch nicht gewusst. Für in China und in Russland, ja. Ja. Also. Und jetzt kann man sich wieder Fragen stellen, wenn wir jetzt von Protagonisten sprechen. Warum sprechen die eigentlich nicht über freie Energie? Warum sprechen die eigentlich nicht über Chemtrails? Mhm. Mhm. Also offensichtliche Sachen teilweise. Freie Energie ist ja nicht unoffensichtlich, sondern das wird ja schon breit diskutiert im Internet seit Jahrzehnten und hat ja immer mehr Zuspruch bekommen unter der, sagen wir mal, den Menschen, die sich damit beschäftigen. So, wenn ich freie Energie habe, wenn ich die Technologie habe, brauche ich natürlich auch keine Atomkraftwerke und keine Kohlekraftwerke mehr. Das mal nur nebenbei. Das sind so alles Sachen, wo man sich dann fragen kann, wenn man schon fragt, was ist mit den Protagonisten los, warum erwähnen sie das nicht? Weil, ganz ehrlich, was soll denn geschehen? Verlieren sie deswegen großartig Wähler? Wird ihnen irgendwas auf die Füße fallen? Nee, das schadet ihnen nicht. Nee, weil aber zu wenig Leute auch diese Fragen stellen. Warum kommt es nicht? Genau. So, das heißt, das sind auch alles Sachen, die hätten schon längst geschehen können. Da hätte man schon längst drüber sprechen können. Und Putin hätte schon längst sagen können, ihr hier, ihr Westen, im Westen, ihr Europäer und Amerikaner, ihr verseucht die Luft mit euren Chemtrails. Richtig. Wenn die Chemtrails keine Illusion sind, wovon ich ausgehe, weil ich nehme sie wahr. Ja, ja. Dann wäre das doch ein Argument zu sagen, Kinder, achtet mal drauf, was ihr hier macht, weil das kommt auch zu uns in unser Land. Ja. Nur Denkanstöße. Ich habe noch eins. Eine Sache, bevor ich das vergesse, Thomas, weil ich gerade Amerika gesagt habe. Ja? Mir unterläuft dieser Fehler zwischendurch auch. Aber mir ist aufgefallen, die USA ist ja nicht Amerika. Ja. Amerika ist nicht die USA. Und das wissen natürlich auch bewusstermaßen, jeder, der vernünftig drüber nachdenkt, die Amerikaner, also die US-Bevölkerung, das hat sich eingeschlichen. Make America Great Again, wurde gesagt. Genau. Ja. Was heißt denn Make America Great Again? Das heißt doch der ganze Kontinent. Ja. Und eigentlich müsste es heißen Make USA Great Again. Das muss man eigentlich, wenn man korrekt ist, in der Politik sich artikulieren will, dürfte man diesen Fehler nicht machen. Bei uns Menschen hier, die wir hier im normalen Sprachgebrauch sind, schleichen sich solche Sachen ein, sagt man oft mal. Das ist ein Amerikaner, ja? Die Amerikaner. Aber es sind US-Bürger. Ja. Es sind keine Amerikaner im Sinne. Vor allen Dingen nicht die US-Bevölkerung im großen Maß, weil da sind kaum Indianer. Auch der Begriff Indianer, ja, ist ja nur entstanden, weil angeblich Kolumbus dachte, er hat Indien entdeckt. Die Eingeborenen sind ja keine Indianer. Richtig. Hat sich auch einfach nur eingeschlichen. Aber wenn ich jetzt politisch korrekt sein will, müsste ich sagen, make USA again great oder wir kämpfen dafür. Trump hat in seiner letzten Rede nach dem Attentat auch wieder gesagt, wir
sollten aufhören, die Weltpolitik zu kontrollieren im Sinne von unserer Militärstärke und anderen Ländern helfen. Wenn wir das machen, dann nur gegen Bezahlung. Er hat aber vergessen, dass die USA, solange sie existiert, die ganze Zeit von der ganzen Welt bezahlt werden, wo sie ihre Soldaten haben. Einmal finanziell wirklich einen Ausgleich bekommen, andererseits aber diese Länder kontinuierlich ausbeuten. Mhm. Wann waren denn die USA, seitdem sie bestehen, irgendwann mal für andere Länder hilfreich, ohne ihnen gleich Erdgas, Erdöl, Gold oder sonst was zu rauben? Wann denn? Wo denn? Ja. Wenn ich also sage, ich will ein ehrlicher Mensch sein, dann müsste ich sagen, wenn ich die USA groß machen will, im Sinne von wirklich, dass großartig, man sie respektieren kann, ja. Ja, mhm, dann würde ich sagen, wir müssen erstmal Gutes tun für die anderen. Die, die wir ausgebeutet haben. Speziell auch die sogenannten Indianer. Mhm. Die Völker, mhm, die Bevölkerung, die eigentlich Amerika wirklich, als das sind wirklich Amerikaner. Mhm. Das sind die Amerikaner. Was macht er denn für die? Diese ganze USA hat einen riesen Schuld auf sich geladen, über Jahrzehnte, Jahrhunderte jetzt sogar schon, im Sinne von Karma. Und das werden sie auch abbekommen, ist meine Überzeugung, mhm, in den nächsten Jahren. Da wird nicht gleich alles so toll laufen, weil es ihnen nicht zusteht. Und wenn du die, mhm, US-Bevölkerung nimmst und zurück rekapitulierst und mal die ganzen Amerikaner, also die Bevölkerung, der Urbevölkerung, die auch zum Teil noch da ist, mal abziehst, dann sind das alles Europäer. Mhm. Das heißt, die Asiaten noch vielleicht. Natürlich sind auch Asiaten dabei, mhm, aber der große Stamm, mhm, sind letztlich Europäer. Die Asiaten wurden ja auch geholt, das waren ja auch Sklaven. Die haben die Eisenbahnzüge gebaut, die haben Wäsche gewaschen auf den großen Schiffen. Die wurden ja auch schon wieder versklavt. Ja. Aber letztlich ist es dieses British Empire, ja? Die Angelsachsen, Angloamerikaner, Angloamerikaner, die dieses ganze Konzept beherrscht haben. Und da ist Karma. Wenn man daran glaubt, sollte einem das klar sein. Dann muss das hier auch. Warum sollten auch hier die gelten, jetzt mit ihrem ganzen Verbrechen, Millionen von Menschen davon getötet, warum sollten die jetzt einfach auf einmal wieder great again sein? Mhm. Moment, da musst du noch mal ein bisschen weiter, würde ich noch mal weitergehen und sagen, wieso eigentlich again? Ja. Ja. Weil sie waren nie großartig. Sie waren zwar groß und mächtig, aber nicht gut großartig. Das ist die Frage, wie du es interpretierst, wie man es sagt. Mhm. Wenn er es so sagen würde, wie du gerade sagst, großartig im Sinne von wirklich herzlich. Positiv, ja. Ja, dann müsste er erstmal überlegen, wann waren wir das überhaupt? Ja. Und das waren sie nie. Ja. Sie haben andere versklavt. Mhm. Die Schwarzen aus Amerika aus Afrika rübergeholt, die Asiaten rübergeholt, die Indianer oder die Ureinwohner letztlich dezimiert und. Das ist doch alles Negativität. Total, ja. Jetzt sollte man sich mal vor Augen halten. Und jetzt überlegt ihr mal, jetzt kommt ein Trump und macht jetzt die USA wieder groß. In den Maßstäben, wie wir es von früher kennen. Atommacht. Wenn Wirtschaft. Ich andere Länder beschütze, dann zahlt man schön an mich. Ja, was genau hat er zu Merkel gesagt? Zur EU, zur NATO. Ihr müsst mal jetzt richtig Geld rüberschicken, weil ihr seid im Defizit. Ja. Also konkret gibt es jetzt den Punkt NATO-Beistand nur für die Länder, die dieses 2% vom Bruttosozialprodukt auch einhalten und genau, so weiter. Ja? Genau. Mhm. Deutschland hat ja bald keins mehr. Das wird ein bisschen weniger. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist auch mal mit zweierlei Maß zu betrachten, was er da eigentlich gesagt hat. Das kann man auch wieder in die andere Richtung deuten, aber man kann es mit zweierlei Maß betrachten und sich die Frage stellen, was soll das? Ist das ernst gemeint? Dann ist er für mich kein Sold besser als all die anderen davor, wenn es ernst gemeint ist.
Oder er muss es noch so sagen, weil das ist die andere Betrachtungsweise. Viel zu wenig Leute sonst folgen würden. Das ist die andere Betrachtungsweise. Mhm. Aber, aber so kannst du zum Beispiel bei Trump und bei anderen Protagonisten immer alles abfedern. Ja, er musste das sagen, er musste das hier sagen, Man kann alles relativieren und irgendwie, Und irgendwann landest du dann da, dass du sagst, er ist doch alles beim Alten. Ich muss aber noch was zu Elon Musk sagen, weil das fand ich so interessant. Er hat ein Interview gegeben, ich weiß nicht, im Fernsehen oder wo das lief. Läuft ja natürlich auch im Internet und auf Twitter sowieso. Und da berichtet er, dass er sagt, das ist ein bisschen komisch, einer seiner älteren Söhne, den hat er verloren. Der ist für mich, sagte, also er hatte da irgendwas, er sagte, es war Covid-Zeit, es war alles verworren. Und lass mich dazu kurz was sagen, bevor du da weitersprichst. Ja? Weil du hast das schon in einem deiner Videos gesagt. Und ich glaube, da hast du was missverstanden. Weil sein Sohn oder seine Tochter, entweder war es erst Sohn oder erst Tochter, Sohn war es, hat sich dazu entschlossen, Frau zu werden, also wenn es der Sohn war. Ja. Und hat dementsprechend auch Medikamente genommen und. Und jetzt hat er praktisch seinen Sohn verloren. Weil der ist nicht gestorben. Nein, er ist nicht gestorben. Nein, das wollte ich gerade noch sagen. Also okay. Er sagt, er hat da was unterschrieben. Man hat ihm gesagt, es könnte sein, dass Xavier, heißt der Sohn, sich umbringt. Mhm. Ja, und deswegen hat er das unterschrieben, wusste aber nicht, dass es hier solche Medikamente gegeben werden, die das unumkehrbar machen irgendwie. Mhm. Und er hat es erklärt mit gestorben, mit Deadnaming. Mhm. Also dass der Vorname dann auch nicht mehr natürlich den Namen sich ändern, das Geschlecht weiblich und so weiter. Und als ihm das klar war und der Sohn hat sich von ihm abgewandt und hat auch keinen Kontakt, das ist jedenfalls die offizielle Sprachregelung. Und er hat wörtlich gesagt, und da habe ich mir geschworen, ich kämpfe bis zum Ende meines Lebens. Er hat es wirklich so ein bisschen dramatisch gesagt gegen diesen Vogue-Virus. Mhm. Ja, und da mache ich ganz gute Fortschritte. Würde das erklären, dass er wirklich sagt, es ist mir eigentlich scheißegal, wie viele Milliarden das kostet, ich will alles machen. Würde er so weit gehen, ist das eine Erklärung, so eine persönliche, sein eigenes Kind? Also ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass das ein starkes Motiv sein kann. Ich habe keine Ahnung, Thomas, was da wirklich in seinem Inneren vorgeht. Ich addiere auch nur Dinge, die er tut oder die er auch nicht tut. Und Möglichkeiten, die er hätte, die er nicht ausschöpft, weil er eben in einer Machtposition ist, viel Geld hat und gewisse Dinge unter sich hat. Und dann schaue ich mir an, was er so alles macht, von Batterieautos bis hin zu Laborversuchen. Neuralink, wo Menschen und Tiere, letztlich erstmal hauptsächlich Tiere, sterben in den Versuchen und wo Menschen mit Computerchips versucht werden zu cyborisieren. Ja. Das sind alles Dinge, da habe ich meine wahren Zweifel an ihm. Ja, aber du musst eins sagen. Da kann man jetzt viel diskutieren. Ja, aber eins, ich kenne diese ganzen, haben wir schon drüber gesprochen und ich gebe dir da vollkommen recht. Ich bin jetzt kein Fanboy von Elon Musk, aber man muss eins ganz klar sagen. Gerade jetzt auch bei dieser RKI-Geschichte, wenn es X Twitter nicht geben würde unter Elon Musk, dann würden so viel weniger Leute überhaupt etwas davon erfahren, und von vielen anderen Sachen, die auf Twitter unzensiert gelassen wurden oder nicht weggelöscht wurden, was früher bei YouTube gerade bei dem Thema total üblich war. Also hundertprozentig. Aber wenn es der Plan ist, von dem ich spreche, muss das sein. Ja, das stimmt. Frag dich mal, warum YouTube überhaupt Videos zulässt, wie du oder wie ich sie machen. Warum? Die könnten uns so runterdrosseln, noch viel mehr, als sie es scheinbar tun. Ja. Sie haben so viele Möglichkeiten und YouTube gehört nicht Elon Musk. Und sie haben es nicht nötig zu sagen, wir können die nicht alle wegrasieren, weil sonst kommt keiner mehr auf unsere Plattform. Das halte ich für kein Argument.
glaube ich auch nicht. Wenn Sie diese rechte, sage ich selber, diese alternative Blase wegknallen würden, würde es ein, zwei Millionen Leute feststellen, aber die Rest, die sich die anderen Videos auf YouTube angucken, würden deswegen nicht von YouTube weggehen. Genau. Und du bist ja nicht mehr auf Facebook, aber ich. Mhm. Selbst da. Ja, aber warum? Was ist dann die Antwort? Na, sage ich doch. Sie sind schon unter Kontrolle. Nein. Wenn du es aus der positiven Sicht siehst, bleibt es immer bei diesen beiden Thesen, die ich gesagt habe. Und da hast du immer diese beiden Möglichkeiten. Da kann ich nicht sagen, es ist A oder es ist B. Das heißt aber nicht, dass Elon Musk ein guter ist, sondern man lässt ihn einfach diesen Plan machen. Und wenn der Zeitpunkt da ist, werden die Guten, wenn es sie denn gibt und sie diesen Plan laufen lassen, schon veröffentlichen und zeigen, wer er wirklich ist. Das ist immer die These 1 oder die These 2. Wenn du mit diesen beiden Thesen d'accord bist, musst du dir die immer wieder vor Augen halten und abgleichen mit dem, was da geschieht. Und da gibt es eben beide Varianten. Man kann alles relativieren. Aber trotzdem sage ich dir, ohne ihn jetzt zu verurteilen, ich verurteile keinen von denen, weil ich es nicht kann, aus der Position, in der ich mich im Moment befinde, weil ich nicht weiß, welche der beiden Thesen wirklich nachher real sind. Eine davon wird es sein. Meine Intuition sagt mir etwas, aber meine Intuition kann mich auch täuschen. Ich kann da fehlleiten, mich selbst. Darum bin ich da vorsichtig. Ich erwähne aber trotzdem immer beide Seiten. Und wenn du nicht beide Seiten erwähnst, dann kannst du leicht auf die eine Seite dich verzetteln und landest dann da, wo du nicht landen willst. Wenn du aber immer einen Ausgleich versuchst, zwischen den beiden Seiten zu finden und dann weiter beobachtest, dann wird sich das Bild für dich immer mehr vervollständigen. Ja. Aber dazu braucht man den Ausgleich. Wenn du auf einer Seite bist und nur sagst, die Whiteheads haben alles im Griff, dann sind all die Argumente, wie zum Beispiel das Attentat und die anderen Dinge, die passen nicht mehr. Verstehst du? Das sind alles Sachen, wo du dann alles ausblendest. Da fragst du nicht mehr. Ja, das passt nicht, ja, mein Gott, ja. Ja, okay, wie nochmal mit der Impfung. Wir hatten letztens auf unserem letzten Salongespräch einige Kommentare, habe ich gesehen. Da haben Menschen, ob sie es aus Böshaftigkeit gemacht haben oder aus Unwissenheit, warum auch immer, keine Ahnung, geschrieben, Trump hat nie die Impfung propagiert. Dann habe ich extra Links dazu gemacht. Da kann man raufdrücken, dann sieht man das. Wie er es anpreist als Geschenk Gottes mit seiner Frau. Ein 3-Minuten-Video. Da spricht er dann ein paar Sekunden darüber, 20, 30. Und ein anderes Video, da wird er gefragt nach dem Booster, ob er den genommen hat. Und da wird er vor versammelter Mannschaft seiner Menschen, die da sitzen, ausgebuht. Und dann rechtfertigt er sich dafür. So, das ist real, das habe ich ja nicht selber gemacht, das Video. Das muss ich doch ins Kalkül packen. Und dann kann ich wieder Argumente finden und sagen, ja, das musste er machen. Aber für mich macht es keinen Sinn, es so anzupreisen. Er hat ja auf der anderen Seite Toxicoloquin oder wie hieß das? Ich weiß, was du meinst. Ihr wisst es auch, liebe Zuschauer. Ich habe es jetzt auch irgendwie so. Ich weiß, was du meinst. Das Medikament. Chloroquin. Ja, das Medikament, was. Irgendwas in der Richtung. Also auf jeden Fall. Verlauf dann, genau. Wenn du schwer. Das hat er ja auch genommen und hat gesagt, das hat ihm geholfen. Das heißt also, da hat er wieder keine Propaganda für die Impfung gemacht, sondern hat ein anderes Medikament angepriesen. Das relativiert das eine wieder, aber auf der anderen Seite nimmt er dann wieder die Impfung und sagt, nimmt sie ist gut. Er relativiert das, indem er sagt, entscheide selber oder du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, keine Impfpflicht, aber kurz davor, sage ich mal, also von der Empfehlung her. Ja. Naja, also wollen wir nicht übertreiben, es ist eben keine kein Zwang, sondern es ist einfach ein Hinweis. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja. Mach mal das. Ja? Das ist für mich alles auf beiden Seiten gesehen
nicht das, was ich mir unter einem Menschen vorstelle, der konkret die Dinge ausspricht. Und all diese Dinge, die wir hier sehen, muss aber jeder für sich selber abwägen. Aber dass er es propagiert hat, ist nun mal real. Wenn ich mich dann hinsetze und sage, das hat er nicht gemacht, dann bin ich nicht bei der Wahrheit. Ja. Wie ich das einordne und dass ich sage, naja, ist ja nicht so schlimm, das musste der machen aus dem und dem Grunde, ist wieder eine Argumentationsfrage, kann man ja machen. Aber es einfach abzutun und zu sagen, hat er nicht gemacht, entspricht ja nicht der Realität. Wenn man sich die Videos anschaut, sieht man ganz klar, er hat es gemacht. Und dann kann man darüber diskutieren, warum hat er es gemacht. Aber der Fakt ist, er hat es gemacht. Darauf wollte ich hinaus. Wir könnten wirklich noch bestimmt eine halbe Stunde, Stunde weiterreden. Och, tagelang. Oder noch länger, ja. Liebe Zuschauer, lieber Mike, noch zum Schluss, in der Beschreibung findet ihr den Hinweis auf Mikes Buch, das habe ich am Anfang jetzt nicht gesagt, Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Und dann wünschen wir euch, weil es ja wieder Freitag erscheint, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Freitag. Und dann haben wir ja 200. Sendung. Jetzt erzählen wir euch nächste Folge, was wir da vorhaben. 200. Genau, das machen wir. Und lass mich noch vielleicht zum Abschluss sagen, diese Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, sage ich ja immer wieder, durchlebt jeder auf seine ganz individuelle Art. Und da ist für mich auch wieder der positive Aspekt, weil wir begreifen manchmal nicht, was du öfter schon gesagt hast, wie groß das Ganze ist und dass wir gerade jetzt hier sind. Und es ist meine tiefste Überzeugung, umso mehr wir in uns in Frieden kommen, in uns selbst, wird diese Zeit für uns, egal wie irrsinnig jetzt noch die Dinge weiterlaufen, wird diese Zeit für uns im positiven Sinne viel, auf einer viel höheren Qualität der Zufriedenheit laufen, als wenn wir uns in dieses Theater einbinden und zu sehr mit jedem dieser Details beschäftigen. Es ist meiner Meinung nach unvermeidlich, dass dieses System zusammenbricht. Völlig egal, ob These 1 oder These 2. Es muss so sein. Und wie lange es dauert, dass mehr und mehr Menschen anfangen, das zu verstehen, habe ich keine Ahnung. Aber das ist der entscheidende Punkt. Und das ist auch das, was in den nächsten Monaten, speziell bis ins nächste Jahr und darüber hinaus, ein Zeitzyklus sein wird, wo sich das zeigt. Aber so, wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Das ist etwas, was keine Chance hat, weiter zu bestehen. Wir sind schon in gewisser Weise an einem Endpunkt, nah an einem Endpunkt, wo irgendwas zu Ende geht. Ja, das ganze System weltweit kollabiert. Und es ist unheimlich schwer, hier irgendeine Prognose zu stellen vom Zeitfenster, wann, wie genau. Aber dass das immer schneller geht und immer schneller sich vervollständigen wird, ist völlig klar. Und immer mehr Wahrheit kommt ans Licht. Und das ist es, was Jesus gesagt hat. Die Wahrheit wird euch befreien. Die Wahrheit macht euch frei. Und das ist es, was wir jetzt durchleben. Wir durchleben den Zeitzyklus, wo die Wahrheit sich offenbart. Und jetzt sollte uns das froh stimmen, weil sie uns befreien wird. Auch wenn es den einen oder anderen nicht schmeckt. Aber im Nachhinein werden wir alle sagen, gut, dass es so war, weil jetzt fühlen wir uns frei. Das sind doch schöne Aussichten. Also, und es stimmt, ja. Es offenbart sich immer mehr Masken fallen und so weiter. Ja? Genau. Das kann man nicht verleugnen, das kann man nicht negieren. Thomas, in dem Sinne. Alles klar. Hat mich sehr gefreut, freue mich aufs nächste Mal und alles Gute für die Zuschauer. Ciao.